Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Deutsche Kartoffel. Heute gibt es mal wieder ein Himibay Zebra Video. Und zwar genau genommen geht es heute so ein bisschen darum, wie lade ich eigentlich unterwegs meinen Himibay Akku auf. Und ich habe da für mich erstmal eine testweise eigentlich ganz nette Idee gefunden. Das hier ist ein faltbares Solarpanel. Ja, das zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht, wenn man das quasi auseinanderfaltet, und hinten drauf ist so eine kleine Powerstation, die ich so ein bisschen festgezurrt habe. Das Ganze ist, wie man sehen kann, von All Powers. Ja, und ihr seht es, hier mal im Vergleich, ein Fuß. Von den Packmaßen her ist das Ding echt super. Peak sind 100 Watt. So, ich habe jetzt das ganze Gedönsel mal so ein bisschen zur Seite geschoben. Die Powerbank, beziehungsweise Powerbank ist auch gut, die Powerstation hält richtig gut hinten drauf. Die hat von unten so Gummifüße, das heißt, man muss da gar nicht so viel festzurren. Die steht schon fast von alleine. Ich habe das nur sicherheitshalber während der Fahrt natürlich ordentlich mit Gummis festgemacht. Ja, man hat hier einmal Gleichstrom, damit kann man dann zum Beispiel USB laden und so weiter. Ich hoffe, man kann das jetzt ein bisschen auf dem Display erkennen. Ich finde, das Display ist ein bisschen dunkel, ne? Und ja, man kann halt auch AC laden, also Wechselstrom. Das ist zum Beispiel das hier oben, ne? DC macht man dann wieder aus. Und hier hat man jetzt 230 Volt, 700 Watt Peak. Und so ein Himibay Akku lädt man quasi mit 150 Watt. Ich habe das Ganze natürlich auch dabei. Was wäre das für ein Video, wenn ich das Ladegerät nicht mit hatte? Wir haben hier ein 54,6 Volt mit 3 Ampere Ladegerät. Das heißt, wir kriegen hier 150 Watt raus. Das schafft diese Station auf jeden Fall. Das Ganze wird hier oben dann einmal eingestöpselt. Kennt man von einer ganz normalen Steckdose. Kann man es erkennen, die Lampe leuchtet grün. Hier ist der Stecker. Dann stopft man den einfach hier rein und schon geht diese LED auf rot. Das heißt, jetzt wird geladen. Und jetzt müssten wir eigentlich auch auf diesem kleinen Display, was wie gesagt unter Sonneneinstrahlung sehr, sehr dunkel ist, sehen können. Rechts 165 Watt gehen raus. 23% Akkuladung haben wir bei der All Powers Power Station. Das heißt, man kann natürlich immer und überall zwischendurch den Akku ein bisschen aufladen. Natürlich reicht diese Powerstation nicht für eine komplette Akkuladung. Wie viel das jetzt genau ist, ich habe so grob über den Daumen ausgerechnet, geschätzt, 2/3 kann man den Himibay Akku mit diesem Gerät nachladen. Aber jetzt kommt natürlich das Ding nochmal ins Spiel. So, und das Ganze kann man dann nämlich, ja, ich zeige euch das jetzt mal so Stück für Stück. Dann hat man hier nämlich das Solarpanel und so sieht das doch schon mal ganz anders aus als gefaltet. Und hier sind 100 Watt Peak möglich. Ich habe jetzt mal versucht, auf die Schnelle das ganze Panel so ein bisschen Richtung Sonne auszurichten. Das ist jetzt natürlich hier mitten auf dem Feldweg nicht perfekt zur Sonne ausgerichtet, aber wir haben jetzt hier, die Sonne steht schon relativ, ja, ist eigentlich noch ganz gut im Himmel, aber wir müssen eigentlich jetzt trotzdem noch ganz gute Werte rausbekommen. Mit dabei ist natürlich auch ein Ladekabel. Da muss ich natürlich sagen, das finde ich erst einmal ein bisschen zu kurz. Wir haben jetzt hier unten die Möglichkeit, dreimal direkt USB zu laden oder hier direkt den Ausgang für Wechselstrom, Solarenergie für die Powerstation. Ich habe jetzt die Akkuladung einfach mal unterbrochen. Ja, mal gucken, was wir jetzt mit dieser sehr provisorischen Einrichtung hier auf die Beine bekommen. An Watt, an Solarstrom, schauen wir doch mal. Jetzt wird hier aktuell tatsächlich, ich hoffe, man kann das irgendwie so ein bisschen erkennen. So, oh, jetzt geht es ganz gut. Wir laden hier gerade mit 55 Watt, ja, 57 Watt, 58 Watt, 60 Watt. Ja, je nachdem, wie gut man das Ganze natürlich zur Sonne ausrichtet, haben wir immer ein bisschen mehr. Wenn ich das jetzt so halten würde, gehen wir hier sogar 65 Watt, 66 Watt. Ja, also den Peak von 100 Watt erreicht man natürlich nur, wenn man den perfekten Winkel zur Sonne hat. Aber ich denke mal, so für unterwegs ist das eine ganz nette Geschichte. Ja, was soll ich dazu sonst noch sagen? Ich finde es ganz nice. Man kriegt das recht gut verstaut in diesen Packtaschen, die ich hier habe. Und das passt halt ideal auf den Gepäckträger drauf vom Himibay. Und so kann man halt jederzeit immer mal, wenn man ein Stündchen Pause macht, kann man ein bisschen nachladen. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, eine ganz gute Sache. Natürlich gibt es hiervon auch noch stärkere Modelle, aber die sind auch natürlich deutlich teurer. Das ist jetzt aktuell im Angebot, reduziert von 950 auf 650 oder 600 knapp. Also die Powerstation mit dem Solarpanel, das ist jetzt im Moment reduziert. Das war so für mich der Kaufgrund, einfach mal so ein bisschen anzutesten, wie genau
funktioniert das. Ob das hier jetzt wirklich so hundertprozentig wasserdicht ist, sollte man mal in den Regen-Sintflutartige Überschwemmungs-Dingsbums kommen. Dann weiß ich nicht, ob das wasserdicht ist. Deswegen, ich habe immer einen blauen Sack mit, wenn ich so reise, wenn ich so fahre. Und so die ganz fetten Touren habe ich so mit diesem Setup jetzt auch noch gar nicht gemacht. Aber ich denke mal, warum nicht, ne? Warum nicht? Also so verkehrt ist das doch gar nicht. Wenn man jetzt einen zweiten Akku dabei hätte, da hat man wahrscheinlich vom Gewicht her das gleiche, vom Platzangebot her ein bisschen weniger. Also ein bisschen mehr Platz hätte man dann auch für andere Sachen, wenn man jetzt einen zweiten Akku hätte. Aber so ein zweiter Akku kostet auch mal eben 800 Euro. Und das Ding kann ich halt multiversal einsetzen im Vergleich zu so einem Solar. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch völlig egal. So, wir laden jetzt immer noch mit 63 Watt. Und solange die Sonne irgendwie scheint, kann man das Ganze irgendwo im Garten hängen lassen. Ich habe das immer so über eine Bank. Wenn ich dran denke, schnibbel ich das Bildmaterial dann hier auch noch mal rein, wie das Ganze aussieht, wenn ich das im Garten lade. Und ja, also ich kriege am Tag den Hemiway-Akku voll. Ne? Also bei so einem Wetter wie heute, wenn man sich das so anschaut, da kriege ich definitiv einmal den Hemiway-Akku aufgeladen. Ne? Den ganzen Tag allerdings. Den ganzen schönen Nachmittag, wenn die Sonne scheint. Und bei richtig guten, bei einer richtig guten Ausrichtung und richtig guter Sonne, da kriege ich natürlich auch zusätzlich nochmal das All-Powers-Gerät aufgeladen. Ja, und somit fahre ich aktuell komplett auf Solarenergie. Ist das nicht geil? Irgendwie schon. Ich finde diese Spielereien ja toll. Falls ihr Vorschläge habt, wie man das ganze Setup noch verbessern kann, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Also das ist natürlich auch wieder nur so ein schnell gemachtes Video jetzt, um euch das mal zu zeigen, wie ich aktuell meine Powerstation mit dem faltbaren Solarpanel nutze. Und ich habe jetzt maximal 75 Watt rausbekommen. Jetzt aktuell haben wir hier so provisorisch immer noch knapp 65, aber wie gesagt, 75 ist mein Peak, den ich bisher erspielt hatte mit dem Hemiway. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich was weiß, was ich antworten kann, dann antworte ich auch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer ciao, tschüss und auf Wiedersehen.